Mein Name ist Annette Osterlitz. Ich bin 59 Jahre alt. Meine Hundegruppe und ich, wir treffen uns morgens, jeden Morgen um 8, seit 7 Jahren auf der Hundewiese. Ja, dann können wir los. Dann können wir los, ne? Wunderbar. Zu den Elbvororten hier, da gehört auch ein Hund und zu Hamburg gehört auch ein Hund. Ich weiß nicht, jeder zweite, dritte, vierte Haushalt hat hier einen Hund und irgendwo müssen sie doch spielen. Hunde wissen immer, was sie miteinander tun und ausgeglichene Hunde spielen miteinander oder finden ihre Wege. Da muss man wenig machen. Als wir dann am Dienstag gelesen haben, dass es schon so weit fortgeschritten ist, waren wir doch alle sehr entsetzt, die wir hier regelmäßig mit unseren Hunden spazieren gehen und haben uns überlegt, da müssen wir irgendwas unternehmen. Das kann so nicht gehen, dass man uns hier in Hamburg die letzten Plätze wegnimmt, wo unsere Hunde spielen können und Spaß haben. Ja, ich bin also Wolfgang Käser, Mitglied der SPD-Fraktion Altona und auch Fachsprecher in verschiedenen Ausschüssen. Wir wollen keine Spaßbremse sein, aber wir wollen, dass zum Beispiel hier in diesem denkmalgeschützten Park im Grunde genommen die Pflichten eingehalten werden. Und das bedeutet, da da unten zum Beispiel sich ein wertvolles Naturschutzgebiet befindet, dass man ohne Anleihenpflicht hier überhaupt nicht auskommt. Wir müssen ja im Rest des Parks den Hund an der Leine führen. Ich kann nur sagen, die Menschen, die ich hier kenne, sind sehr verantwortungsbewusste Hundehalter und sehr bemüht um ein gutes Einvernehmen. Ich kann natürlich nicht für alle garantieren, aber für die meisten hier glaube ich schon. Wir haben zudem auch Interessen von Müttern, Vätern mit Kindern, die auf einem Spielplatz da hinten sind und die immer wieder sich darüber beschweren, dass im Grunde genommen ihre Kinder von Hunden angefallen bzw. zumindest besprungen werden. Aber wir können nicht einzelne Vorfälle, die passieren, wo Menschen und Wesen miteinander leben, dazu nehmen, ganze Gruppen auszugrenzen und zu verurteilen. Wir haben gut erzogene Hunde, die sehr sozial kompatibel sind. Ein Hund ist keine Bestie.